Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und heiße euch herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier im christlichen Zentrum in Zuffenhausen. Ich freue mich, dass ich heute ja auf volle Stühle blicken kann. Merke, die letzten Wochen, da hat die Besucherzahl auch zugenommen und ihr seht an diesem Morgen richtig gut aus. Wir sind heute wieder hier zusammengekommen, um Gott zu erleben. Zuallererst ist es mir da persönlich wichtig, dass er zu mir spricht, dass ich ihn erlebe, dass in diesem Gottesdienst etwas da ist, wo er für mich hat, wo er mich überrascht. Und ich bin mir sicher, das wird er an diesem Morgen tun. Das wünsche ich auch dir, dass du überrascht wirst von unserem himmlischen Vater, dass er heute Morgen etwas für dich hat und dass du verändert gehen kannst, anders wie du gekommen bist. Dann wollen wir Gott natürlich auch verherrlichen. Und das werden wir tun, bevor wir überhaupt irgendetwas empfangen haben vor ihm. Weil egal wie unsere Umstände sind, egal wie es uns geht, ihm gebührt immer alle Ehre und aller Lob. Ob es uns gut geht oder schlecht geht. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist, aber ich wünsche mir so sehr, dass du in das Lob deiner Geschwister, das Lob der Gemeinde mit einstimmen kannst. Das ist nämlich die dritte Sache, warum wir hier sind. Um Gemeinschaft miteinander zu feiern, um Gemeinschaft miteinander zu haben, zu merken, wir sind nicht allein, gerade auch in diesen Zeiten von Corona, wo wir über viele Wochen uns separiert haben, wo unser Alltag so ganz anders war. Und deshalb heiße ich dich herzlich willkommen und freue mich, dass du heute mit uns hier bist. Ich freue mich auch, dass wir einen ganz besonderen Gast heute haben, der heute uns die Predigt bringen wird und predigen wird. Und das ist Pastor Ralf Pachner aus Esslingen. Und Ralf, ich bitte dich zu mir nach vorne da und will dich am Anfang gleich der Gemeinde vorstellen. Ja, das ist dein Applaus. Es ist uns wichtig, dass du einfach merkst, du bist hier willkommen und wir heißen dich herzlich willkommen. Ralf, du bist Pastor in Esslingen, in unserer Verbandsgemeinde, so vor den Toren von Stuttgart. Wie lange bist du da schon? Ich bin jetzt seit 5 Jahren in Esslingen, war vorher in Regensburg und Sigmaringen. Das heißt, du bist schon ein bisschen rumgekommen, jetzt vor den Toren Stuttgarts angekommen. Was würdest du so als deinen persönlichen Schwerpunkt in deiner Aufgabe als Pastor beschreiben? Was ist dir da besonders wichtig? Also mir ist es besonders wichtig, dass Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung kommen, dass sie erleben, dass Gott nicht weit weg ist, sondern dass er da ist und Interesse hat an uns Menschen. Sehr schön. Was ist denn so die Ausrichtung eurer Gemeinde, wenn das einer der Schwerpunkte ist? Dann kann ich mir gut vorstellen, das findet sich auch in eurer Gemeinde wieder. Momentan sind wir als Gemeinde auf dem Weg, Kultur zu prägen. Wir merken, es ist gerade wichtig, herauszufinden, wer sind wir, zu was sind wir von Gott her berufen und bestimmt und wollen das als Sein prägen. Also wichtiger, die Frage, wo gehen wir hin, ist für uns jetzt gerade, wer sind wir? Und da merken wir, wir sind Familie. Wir wollen aus Gottes Kraft leben, nicht aus unserer. Das sind so ein paar Beispiele. Wir wollen aus Glauben herausleben. So, also Kultur prägen, das ist momentan unser Schwerpunkt. Hört sich sehr interessant an und irgendwie entdecke ich da so die Fragen, die auch uns beschäftigen, wieder. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Ich wünsche dir alles Gute für eure Arbeit in Esslingen, für diese weitere Kulturprägung und natürlich auch für deinen Dienst heute bei uns. Vielen Dank, Dominik. Ja, zu Beginn möchte ich mit uns beten und wenn es euch möglich ist, dann steht doch dazu gerne auf. Herr, wir danken dir, dass wir an diesem Morgen hier sein dürfen, Herr, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Und es gibt so vieles, was uns verunsichern möchte in unserem Alltag, in unserem Leben, Herr. Wenn wir auf die Ausschreitungen von letzter Woche zurückblicken, Herr, dann danke ich dir, dass eine gute Nacht hinter Stuttgart liegt, Herr. Und da siehst du, wie viel Potenzial, wie viel Aggression, wie viel Ärger auch in uns Menschen steckt. Ich danke dir, dass du der Friedefürst bist und ich möchte dich bitten, dass wir heute in diesem Gottesdienst wieder erleben dürfen, wie du uns ganz persönlich deinen Frieden bringst, Herr. Ich bete, Herr, dass dein Reich komme. Ich bete, dass dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nicht nur hier bei uns,
hier sollen wir es erfahren dürfen und erleben dürfen, sondern in unserer Welt, in unserem Stuttgart, in unserem Deutschland, Herr. Und da, ja, führ du uns als deine Gemeinde, als deinen Leib ganz neu zusammen, Herr. Und schenk uns diese Ausrichtung auf dich. Die Ausrichtung, die Kinder des Höchsten zu sein, Kinder Gottes zu sein und einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Dazu bitte ich dich, dass du uns an diesem Morgen neu zurüstest und ausrüstest, Herr, und uns den richtigen Fokus auf dich schenkst. Danke, dass du hier bist, durch die Gegenwart deines Heiligen Geistes, Herr. Wirke du in uns und an uns. Amen. Ihr dürft euch setzen und das Lobpreisteam kommt nach vorne und nimmt uns mit hinein in die Anbetung Gottes. Ja, das erste Lied nimmt uns mit hinein in den an den Kreuzestod Jesu und der Tod ist überwunden und wir sind errettet und gerade das erste Lied, The Greatest Day in History, Death is Beaten, You Have Rescued Me. Und jeder, der gern ein bisschen mitsingen darf, darf das gern mit Mundschutz tun und wir wollen das einfach jetzt zusammen Gott die Ehre geben.
Bist du da? Auch wenn ich dich nicht immer spür, bist du da? Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist Gott. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Verloren fühl, bist du da? Auch wenn ich dich nicht immer spür, bist du da? Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Vater im Himmel, danke, dass du nicht aufhörst bis heute, uns Menschen zu lieben, uns Menschen hineinzurufen in deine Nähe. Vater im Himmel, danke, dass du die besten Gedanken für unser Leben hast, die überhaupt jemand haben kann. Danke, dass wir bei dir sicher und geborgen sind, ganz egal, wie die Umstände um uns herum aussehen. Vater, wir ehren dich heute Morgen. Wir danken dir, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast und gebracht hast, dass er uns herausholt aus unserem Verlorensein, dass er uns von unserer Schuld befreit, dass er uns hineinführt in ein Leben deiner Nähe und ein Leben aus deiner Kraft, ein Leben in deiner Herrlichkeit und Schönheit. Vater, danke, dass du da bist durch deinen guten Heiligen Geist jetzt heute Morgen hier mitten unter uns und bei jedem, der zuhört. Zuschaut. Danke, dass deine Gegenwart diese ganze Erde umhüllt und umfängt und du für jeden Einzelnen etwas geplant hast, etwas Gutes. Amen. Amen.
Es ist schön, euch hier so zu sehen. Wir in Esslingen, wir feiern bisher nur Gottesdienst über die Kamera. Ich schaue also sonntags immer wieder in die Kamera. Jetzt sehe ich das erste Mal Menschen. Ich bin ganz überrascht, wie das aussieht. Es ist echt schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Schön, dass ihr als Gemeinde diese Möglichkeiten schafft, ja, diese Räume schafft. Wir leben wirklich in außergewöhnlichen Zeiten. Und die brauchen manchmal außergewöhnliche Maßnahmen. Ja. Habt ihr schon aufgehört, wollen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in ein Thema, das ein Ruf, der mir auf dem Herzen, den ich in meinem Herzen höre, der in meiner Seele klingt. Und wir hören diesen Ruf, es ist ein Ruf Gottes, das erste Mal gleich im Alten Testament, im Buch Genesis oder Bereshit, Hebräisch, am Anfang, das Buch des Anfangs. Wir schauen also ganz kurz rein in den Anfang des Lebens auf unserer Erde und wollen dann reingehen, uns fragen, was bedeutet das für dich und mich? Ganz am Anfang, so heißt es hier, hörten die ersten Menschen, und jetzt kann man sich fragen, hat der Mose, war das ein Hirngespinst? Wie ist dieses Buch überhaupt entstanden, dieses erste Buch Mose? Und ich bin absolut davon überzeugt, dass Mose Gottes Nähe gesucht hat. Er war jemand, der ganz besonders in Gottes Nähe lebte. Und dass er von Gott eine Inspiration bekam durch Gottes Geist, sah er plötzlich, wie die Welt entstanden ist. Jetzt nicht mathematisch im Ablauf der Tage 1 bis 6, so weit will ich da gar nicht gehen. Aber er erkannte Grundvoraussetzungen des Lebens. Und auf die stoßen wir im ersten Buch Mose. Ich finde das hochinteressant, was wir in diesem Buch schon angedeutet, schon auf den Weg gebracht sehen. Also hier bekommen wir einen Blick in das Leben der ersten Menschen. Und stellt euch vor, die ersten Menschen, sie hörten Gott reden. Wie er im Garten umherging in der Kühle des Tages. So heißt es dort im ersten Buch Mose, drittes Kapitel, Vers 8. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, wie er im Garten wandelte, als der Tag noch kühl war. Wisst ihr, für mich ist eins der schönsten Momente, morgens früh aufzustehen und in Esslingen durch die Streuobstwiesen zu gehen. Ich erlebe das fast jeden Morgen. Ja, in der Kühle des Tages, ja, durch Streuobstwiesen zu gehen. Wir Menschen, wir sind dazu berufen, in einem Garten zu leben. Das berührt euch vielleicht nicht so, aber mich bringt das total in Fahrt. Wenn ich stelle mir das vor, wie die ersten Menschen in dieser innigen Gemeinschaft mit Gott unterwegs waren. Sie wandelten. Ich meine, viele Könige haben Garten gebaut und man weiß heute um die heilende Macht und Kraft von Garten. Der Mensch liebt das Grün, der Mensch ist dazu geschaffen, in der Schöpfung zu leben. Jemand sagte einmal, vielleicht haben wir deshalb so wenig Glauben, weil wir so wenig den offenen Himmel sehen. Jetzt merken wir wieder etwas in so Gewittertagen, was hat der Mensch eigentlich in der Hand? In Corona merken wir, was hat der Mensch eigentlich in der Hand? Was hat er eigentlich wirklich sicher in der Hand? Wir weinen mit Maschinen und Technik und Zukunft und KI, können wir alles gut planen. Aber letzten Endes sind wir Menschen darauf angelegt, mit Gott auf Du und Du zu leben. So war es am Anfang. Sie hörten die Stimme des Herrn, wie er im Garten wandelte, in der Kühle des Tages. Könnt ihr es ein bisschen fühlen, was da war? An Nähe, an Miteinander. Und Gott sagt, ey, wie geht's dir gerade? Oh, die Nacht habe ich nicht so gut geschlafen. Gestern habe ich mich mit Eva gezofft. Man tauscht sich miteinander aus. Auf Du und Du, der Mensch, auf Du und Du. In der Nähe, ganz nah. Am Schöpfer, der Mensch ganz, ganz nah unmittelbar im Spaziergang mit seinem Schöpfer. Wow! Gesundheit, Wohlergehen, Kraft, Lebensbestimmung. Ey, Adam, ich habe eine Idee. Schau mal, da gibt es so viele Tiere. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht predige über das Thema. Sie versteckten sich dann, ja, heißt es dann. Aber der Mensch versteckte sich, heißt es dann im nächsten Vers. Ja, und dann kommt dieser Ruf des Gottes das erste Mal, wo bist du? Wir stellen uns vor, Gott geht durch diesen Garten und er wartet darauf, mit seinen Leuten wieder zusammen zu sein und plötzlich verstecken sie sich. Und jetzt ruft er, hey, was ist hier los? Irgendwie check ich die ganze Lage nicht mehr. Irgendwas ist hier passiert. Adam, ey, wo bist du?
Und diesen Ruf, um den dreht sich's heute. Ich spüre diesen Ruf Gottes in unserer Welt. Und ich glaube, dass Corona ein Ruf ist. Mensch, wo bist du? Und wo bist du, meint es nicht nur geografisch. Wo bist du? Du bist nicht da. Das meint auch so in deinem Leben. Wo stehst du mit deinen Werten? Wo stehst du mit deinen Gedanken? Wo stehst du mit deiner Seele? Was denkst du? Wo bist du innerlich? Wo bist du? Mensch, wo bist du? Und ich habe ein Bild mitgebracht, das... Ich muss noch eins vorher sagen. Ich muss einen Satz noch reinbringen, bevor wir das hören. Schaut mal, Gott musste den Menschen nachher aus diesem Garten vertreiben. Und jetzt können wir fragen, ja Gott, du wolltest den Menschen nicht. Warum? Viele fragen sich das vielleicht jetzt. Und manchmal ist es so wie eine Blockade im Verstand. Warum will Gott plötzlich den Menschen nicht mehr bei sich haben? Wisst ihr, plötzlich kam diese Entfernung in das Leben des Menschen aufgrund der Schuld. Wir wissen, der Mensch hat eine Ordnung Gottes übertreten und plötzlich kam der Virus der Schuld in sein Leben. Er war plötzlich mit einem Virus infiziert und Gott wusste genau, wenn der Mensch jetzt mit diesem Virus noch von diesem Baum, von diesem Moment an dieses Momentum des ewigen Lebens kommt, dann wird dieser Virus auf ewig in ihm leben. Könnt ihr mir folgen? Und deshalb sagt er, ey, ich muss jetzt etwas tun. Ich muss ihn aus diesem heiligen Raum des Gartens hinaus. Ich kann ihn dort nicht mehr reinlassen. Und ich muss einen Plan B für ihn entwickeln. Aber zunächst war damit nicht mehr diese unmittelbare Nähe zu Gott da. Und jetzt hören wir ein, jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Ganz herzlichen Dank, Dominik, für deine Hilfe. Jesus erzählt eine Geschichte und es ist aus meiner Sicht die berührendste Geschichte, die Jesus jemals erzählt hat. Und sie ist hier aufgemalt auf einem Bild von Rembrandt. Dieses Bild hängt in Russland in der Eremitage, wurde im 17. Jahrhundert gemalt. Es ist eine Berühmtheit, es ist ein fast Weltkulturerbe, könnte man sagen. Rembrandt schafft es unglaublich gut, mit Farben, mit Licht und Schatten, mit dieser flackernden Kerzenlicht zu arbeiten und damit in Lichtscheinen das herauszuheben, was ihm wichtig war. Und er schafft es unglaublich gut, ganze Persönlichkeiten in einem Gesicht abzubilden. Dieses Bild hängt bei mir in meinem Büro und es hat mich durch mein Leben begleitet. Und wir schauen jetzt miteinander hier ein, das ist ein Vater mit zwei Söhnen. Und wir schauen uns die beiden Söhne an und wir schauen uns den Vater an. So in drei Schritten jetzt in dieser Zeit, die wir jetzt miteinander haben. Wichtig ist, dass wir im Hintergrund wissen, dieser Ruf Gottes ist da, wo bist du? Und selbst Jesus war der gelebte Ruf, wo bist du? Er kam auf diese Welt und er erzählte jetzt dieses Gleichnis von dem Vater und den zwei Söhnen, um uns Menschen hineinzurufen, um uns einzuladen, zu ihm nach Hause zu kommen. Und er erzählt, dass da ein Sohn war und der Sohn war so frech drauf, dass er sagte, Vater, ich weiß eh, ich krieg mal das Erbe, du bist zwar noch nicht tot, aber ey, komm, rück mal die Kohle raus, ich möchte gern so mein eigenes Ding drin. Und der Sohn trennte sich vom Haus des Vaters, ging hinaus und es interessierte ihn nicht mehr, was der Vater überhaupt will. So war mein Leben. Ich habe lange so gelebt, bis ich 22, 23 war. Ich wusste, da ist ein Gott. Und ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er in sein Herz hineinhört, spürt, da ist ein Gott. Es gibt eine Macht und eine Kraft, die höher ist wie mein Verstand. Es gibt etwas, es gibt, wenn ich einen Sonnenuntergang sehe, dann sehe ich nicht nur die Spektralfarben, dann sehe ich, hey, da ist jemand, der diese Welt geschaffen hat. Wir haben, normalerweise hat der Mensch hier so ein natürliches Gefühl, das hatte ich auch. Ich wusste, da gibt es irgendwo eine höhere Macht, aber dass ich mit ihm ganz nahe Kontakt haben kann, das war mir nicht klar. Und so lebte ich mein Ding. Ich habe überhaupt nicht nachgefragt, was er will. Ich habe das getan, was ich will. Und ich habe mein Leben danach ausgerichtet, was ich will.
Ich habe meine Frau kennengelernt. Wir haben ganz früh geheiratet. Mit unserer Heirat haben wir unser erstes Kind getauft. Ich habe 3 Kinder, 5 Enkelkinder. Ich habe mich nicht drum gekümmert. Ich habe mich auch nicht drum gekümmert, wie Gott Ehe sieht, wie unser Zusammenleben stattfinden kann. Ich habe einfach mein Ding gelebt. Komplett. Und dann war irgendwann unsere Ehe an der Wand. Und meine Frau sagte, der Typ ist gerade so ätzend. Ich mache jetzt noch einen Kurs und lerne, wie man am Auto die Reifen wechselt, dann brauche ich ihn auch nicht mehr. So war unsere Situation. Ich hatte eigentlich, ich war ein Stück weit so zerrissen und zerfetzt und in der Seele abgebrannt. Das war bei mir nicht irgendwie depressiv, sondern das war einfach, ich habe mich um Gott nicht gekümmert. Meine Seele wurde hart, hart wie Stein. Und Frauen mögen es nicht, wenn die Seelen ihrer Männer und die Herzen ihrer Männer hart sind. Also nahm mich meine Frau irgendwann mit in einen Hauskreis, der neben unserer Wohnung stattfand. Und es war so, dieser Mann, dieser Hauskreisleiter, ich meine, ich war zu der Zeit Bundeswehrsoldat, ich hab gedacht, was ist denn ein Hauskreis? Bei mir gingen alle Alarmlampen an und sagten, jetzt muss ich mal gucken, wo meine Frau da hingeht. Vielleicht kommt die in eine Sekte. Das lasse ich ja gar nicht zu. Also habe mit diesem Mann ein Gespräch gehabt. Ich wollte mal hören, was er denkt, wie er auf was ein Hauskreis überhaupt ist. Bibel lesen. Und ich hatte am Nachmittag ein Gespräch mit diesem Mann. Und während er mit mir sprach und mir erzählte, dass Jesus kam, um uns Menschen zu helfen. Dass da ein Gott ist, der uns Menschen heraushelfen will aus schwierigen Situationen. Dass ich mit Gott zusammenleben kann. Dass da ein Ruf ist nach mir, Ralf, wo bist du? Und ich will zu dir kommen. Ich will in deine Nähe. Du darfst in meine Nähe kommen. Wir sind plötzlich die Rollladen hochgegangen. Und ich habe verstanden, dass das die Wahrheit ist. Ich weiß, das ist ein Geschenk. Und es muss einem vom Himmel her gegeben werden. Und vielleicht ist heute jemand, der da das hört, der irgendwie heute mitkriegt, hey, da gibt's einen Gott, der tatsächlich Interesse an mir hat. Der tatsächlich an meiner Nähe interessiert ist. Der fragt, Raphael, Stefanie, wo bist du? Ich möchte dich in meine Nähe nehmen. Bei mir war das so. Und ich habe am nächsten Tag mein Leben Jesus gegeben, zusammen mit meiner Frau. Wir sind dort am Wohnzimmertisch niedergekniet und wir haben Jesus in unser Leben eingeladen. Ich war damals 23 Jahre alt. Ich bin heute 56. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Es war das Beste, was mir jemals passiert ist. Plötzlich, ich kam wie dieser Sohn. Ich kam wieder nach Hause. Ich habe plötzlich diese Nähe des Vaters erlebt. Ich habe plötzlich diese Nähe zu Gott erlebt. Gut, und dann wie soll ich das sagen? Ich wollte immer schon irgendetwas bewegen. Also haben wir Orange angefangen, wir haben Jugend angefangen und irgendwann ging dann der Weg in das Lebensbild eines Pastors. Ich bin aus der Bundeswehr raus, habe gekündigt und bin dann eingestiegen in den Gemeindedienst. Und jetzt kam eine zweite Gefahr, ihr Lieben. Vielleicht ist heute jemand da, der kennt Gott noch nicht. Der ist irgendwie innerlich im Herzen weit weg von ihm. Ich will dir heute sagen, der Vater im Himmel hat für dich einen Plan und er liebt dich. Es ist eine unverdiente, unaussprechliche Liebe, die uns Menschen, zu der wir Menschen gerufen sind. Und jetzt passiert es manchmal, wir kommen rein in Gemeinde, wir kommen rein in den Dienst und plötzlich gibt es da noch einen zweiten Sohn. Jesus erzählt diese Geschichte und er sagt, da war ein Sohn, der dann nicht mehr im Leben zurechtkam, Lukas Evangelium, 15. Kapitel, dort könnt ihr die Geschichte nachlesen. Und der Sohn kommt dann nach Hause, läuft in die Arme des Vaters und dann ist da ein zweiter Sohn von ihm. Und der erste Sohn war verloren in der Welt. Er hat sich nicht um Gott gekümmert, er war einfach weg. Und der zweite Sohn war verloren auf dem Feld. Der hat gearbeitet und wie? Der hat sein Bestes gegeben, aber er war doch in seinem Herzen, in seinem Inneren entfernt von Gott.
Er hat plötzlich sein Glaubensleben bestand plötzlich nur noch aus Dienst und Pflichterfüller. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass diese Phase, in der wir jetzt in der Corona-Zeit stehen, dass sie für uns Menschen eine Zäsur darstellt, einen Weckruf Gottes darstellt. Und zwar für dich, den du Jesus nicht kennst, wie auch für den, der Jesus kennt und dessen Herz vielleicht kalt geworden ist. Vielleicht auch wieder hart geworden ist. Weißt du, man kann hart werden im Herzen, weil man denkt, Gott, dich gibt's doch gar nicht. Weißt du, mir egal, was du hast, ich lebe mein Leben. Und man kann hart werden im Herzen. Voll lauter Arbeit. Ich reiß mir hier. Ich mache hier alles, damit die Sache läuft. Und was machen die? Ich schwitze mir heute hier den Schweiß vom Gesicht und ihr sitzt so locker auf euren Plätzen. Bewegt euch mal. Habt ihr gebetet für den Gottesdienst? Ich hoffe, ihr habt heute Morgen eine Stunde gebetet, dass hier wirklich die Gegenwart Gottes freigesetzt ist. Nicht? Oh. Weißt du, so schnell kommst du auch als Pastor in eine Dienstphilosophie, die nicht mehr von Liebe geprägt ist. Das habe ich erlebt. Und ich war nahe an einem Ausbrennen. Und ich war so dankbar, dass ich hier einen Berater habe in meinem Leben, mit dem ich ein Gespräch gesucht habe und der mir das erste Mal von der Vaterliebe Gottes erzählte, dass ich das verstanden habe in der Tiefe, wo ich es vorher noch nicht verstanden habe. Und ich brach zusammen, ich war schon Pastor, ich war schon im Dienst und ich brach zusammen, weil Gott mich mit seiner Vaterliebe nochmal richtig berührt hat und gepackt hat. Und es war wie eine Offenbarung. Weißt du, ich glaube, wir Menschen, wir brauchen wirklich eine Offenbarung, wer Jesus ist. Und da kann ich mit dem Mund fußlich reden heute. Aber wenn Gottes Geist es dir und uns nicht ins Herz legt, dann werden wir nie verstehen, dass wir jemanden brauchen, der uns rettet. Der uns unser Leben auf eine Heilspur bringt. Und dann brauchen wir eine Offenbarung von Gottes Vaterherz. Wir werden sonst nie verstehen, dass da wirklich ein Vater ist, der uns liebt. Hey, darf ich dir das heute sagen? Da ist ein Vater im Himmel, der dich liebt. Mit einer Liebe, die du nie verdient hast. Aber die immer bleibt. Du kannst dein Leben von morgens bis abends im Gemeindedienst raushauen. Oder du kannst dein Leben in Hawaii am Strand verbringen. Die Liebe des Vaters gilt dir. Sie gilt dir. Und von seiner Liebe kann uns nichts trennen. Wir können weglaufen. So habe ich in dem Moment verstanden, Gott, du willst das gar nicht, mein ganzes Tun. Du willst meine ganze Anstrengung gar nicht. Dir ist das gar nicht das Wichtigste. Und ich kann dich gar nicht beeindrucken. Du willst mein Herz. Du willst einfach mein Sein. Du willst einfach, dass ich verstehe, ich bin dein Kind und dein Sohn. Schau, und das hat dieser Sohn nicht verstanden. Der Sohn wurde hart. Als der Jüngere zurückkam, blieb der Ältere hart. Er hat sich nicht dran gefreut. Weißt du, der Junge, der jetzt heimkommt, der dein Geld einfach so zum Fenster rausgekickt hat, der kommt jetzt heim und du feierst ein Fest für ihn und ich habe immer gearbeitet. Für mich hast du noch nie ein Fest gemacht. Weißt du, was der Vater sagt? Er sagt, Vater, Sohn, du darfst immer ein Fest feiern. Der Sohn gönnte sich nichts. Ihr Lieben, wir dürfen uns etwas gönnen als Christen. Wir dürfen in Freude leben vor Gott. Ich sehe das als eine der größten Gefahren, in der wir als Gemeinden stehen. Friedrich Nietzsche sagte einmal, ich würde schon an euren Gott glauben, wenn die Christen ein bisschen erlöster aussehen würden. Ihr Lieben, was ist da los bei uns? Ganz im Ernst. Wir können auch die Welt nicht retten. Und ich kann niemanden davon überzeugen, dass er Jesus braucht. Ich kann es einfach nur vorleben, versteht ihr? Eine Kultur der Freude, des Lebens, der Nähe aus Gott vorleben. Ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können. Uns von Gottes Liebe füllen lassen und in seiner Liebe zu leben, gelassen zu leben. Und ihr Lieben, das ist mein Lernfeld bis heute. Und jetzt ist da, seid ihr ein bisschen da? Jetzt ist da noch eine dritte Person, der Vater. Wollen wir den noch anschauen? Ich meine, heute wird man den wahrscheinlich nicht mehr so malen. Und du denkst im ersten Moment, wenn du das Bild siehst, oh Mann, ey, ist Gott ein alter Mann oder was? Aber wenn man das Bild näher anschaut, und ich habe hier noch so eine Karte, da ist das Bild drauf.
Wer eine möchte, ich lasse ein paar von den Karten hier in der Gemeinde. Ihr könnt sie dann dort irgendwie beziehen. Es ist da auch noch eine Adresse drauf, wie man die bekommt. Und hinten drauf ist ein Gebet. Das bete ich noch mit uns zum Abschluss. Aber wenn man das dann näher anschaut, dann spürt man etwas von dieser Barmherzigkeit des Vaters. Gott ist barmherzig. Sein Herz bricht, wenn er uns Menschen sieht, die sich von ihm entfernt haben. Und sein Herz bricht, wenn er Menschen sieht, die sich im Dienst müde arbeiten, die vielleicht ausbrennen, die einfach kaputt sind, denen die Freude im Leben verloren geht. Ich möchte uns zurufen, da ist ein Vater, der uns liebt. Wir können uns den Weg in den Himmel nicht verdienen. Er ist ein Gnadengeschenk. Wir können es nur als Gnade und Geschenk annehmen. Und das drückt dieses Bild aus. Ich möchte euch eine kleine Geschichte an der Stelle kurz erzählen, weil die bringt einfach auch nochmal das richtig gut zum Ausdruck. Ein kleiner Junge wird beim Naschen erwischt von seiner Mutter. Und die Mutter stellt ihn dann zur Rede. Sie sagt, Karl, was hast du denn gerade in der Küche gemacht? Warst du vielleicht an dem Glas mit den Bonbons? Sagt der Karl, ja. Aha. Du, und weißt du, Gott sieht ja alles. Ja. Er hat auch dich gesehen, wie du da genascht hast. Okay. Was meinst du, was Gott da dazu sagt? Karlchen antwortet, Gott hat zu mir gesagt, nimm zwei. Da steckt eine ganz tiefe Wahrheit drin. Und wir sind manchmal so. Wir sind manchmal so, dass wir Gott noch als den benutzen, um anderen Angst zu machen. Aber er liebt uns. Und ja, es stimmt. Irgendwann wird jeder Mensch mal vor ihm stehen und wird Rechenschaft ablegen müssen vor ihm. Das ist wirklich wahr. Aber Gott will uns nach Hause lieben. Ich hatte Urlaub vor 3 Wochen. Und habe eine Tochter in Schweden und eine Tochter in Hamburg und eine Tochter in Sigmaringen. Und wir haben die 2 Töchter in Hamburg und Schweden, liegt ja gut auf der Strecke. Ne? Die haben wir abgearbeitet, die haben wir abgefespert, die haben wir besucht. Und ich konnte gerade noch rein. Am Dienstag sind wir losgefahren, am Montag ist die Quarantäneregelung runtergefahren worden. Wir haben ein Fenster von Gottes Gnade erwischt, um nach Schweden fahren zu dürfen. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Ich habe diese Liebe meiner Kinder erlebt, meiner Enkelkinder. Wir haben uns nicht auf Abstand gehalten, wir haben uns in den Arm genommen, waren eng beieinander. Und ich habe eins gespürt, eine tiefe Wahrheit. Zu Hause bist du da, wo du geliebt bist. Sind wir bei Gott zu Hause? Bildet Gemeinde ein Zuhause, wo andere Menschen andocken können? Werden Menschen in unseren Gemeinden ausgesaugt oder werden sie geliebt und freigelassen? Warten Menschen, nütze ich Menschen aus für meine Bedürfnisse? Manchmal sagt man ja, ich liebe dich, heißt ich liebe mich und dazu brauche ich dich. Lieben wir wirklich Menschen? Können wir Menschen lieben, frei, ohne etwas dafür zu verlangen, ohne etwas zurückzuholen? Wisst ihr, da schlägt Gottes Herz an der Stelle. Und wenn wir Menschen, das weiß ich, wenn es Gott gelingt, uns in unserem Herzen mit dieser Liebe zu füllen, ey, dann weiß ich, werden die Menschen in Scharen kommen und zu sagen, hey, wo hast du diese Kraft der Liebe her? Glaubt ihr das? Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich glaube, dazu sind wir als Gemeinde, dazu sind wir als Christen unterwegs. Entschuldigung, Lukas. Ich habe gerade das Mikro ganz schlecht gehalten. Dazu sind wir als Christen, als Gemeinde unterwegs. Das ist unsere Bestimmung. Dass wir ein Ort sind, an dem Menschen nach Hause kommen können. Und ich höre den Ruf heute. Wo bist du? Wo stehst du? Bist du vielleicht dieser Sohn, der da sich um Gott nicht kümmert, der sein eigenes Ding dreht? Der sich keine Gedanken drüber macht, sondern einfach das macht, was er will, worauf er gerade Bock hat. Sich im Rausch durch das Leben bewegt. Das können ja unterschiedliche Räusche sein. Das kann der Karriererausch sein. Das kann der Finanzrausch sein. Das kann der Anerkennungsrausch sein. Oder bist du der Sohn, der sich müde arbeitet, der keine Freude mehr spürt, sondern nur noch Druck, für den das Leben mit Gott nur noch Druck ist. Der Gott nur noch als den Richtergott, den Antreibergott, den Polizistengott,
als Buchhalter Gott erlebt. Wo bist du? Oder bist du vielleicht auch mit auf der Spur? Und ich muss dir sagen, ich bin immer wieder der. Ich bin immer wieder dieses so. Immer wieder, Markus. Immer wieder. Und ich bin auch immer wieder der. Ich bin immer wieder der, wo ich spüre, oh, jetzt gerade Gemeinde bei uns. Wisst ihr, wir machen eine Umfrage. Wir brauchen Lobpreiser. Meinst du, da meldet sich einer? Wir brauchen Leute, die im Garten mitarbeiten. Meinst du, da meldet sich einer? Da kannst du E-Mail schreiben, so viel du willst. Und jetzt musst du aufpassen. Hey, was mache ich jetzt? Jetzt heißt es, mein Herz zu bewahren und irgendwie Wege zu finden, damit ja, wir Menschen auch gewinnen können, um in seinem Reich mitzuhelfen. Oder sind wir auf dem Weg zum Vater oder zur Mutter? Darf ich dir das sagen, der du schon länger mit Jesus unterwegs bist? Du bist dazu bestimmt, ein Vater und eine Mutter in Christus zu sein. Dieses Bild beschreibt uns den Mensch an unterschiedlichen Standpunkten seines Lebens. Und der Vater ruft, wo bist du? Ich will dich so gerne an meine Seite nehmen. Ich will so gerne mit dir zusammen diese Welt verändern. Das wirst du nicht tun können in deiner Kraft, aber ich gebe dir die Kraft meines Geistes. Das wird dir nicht gelingen mit einer eigenen Weisheit, aber ich gebe dir die Weisheit meines Geistes. Komm an mein Herz und werde ein Vater und eine Mutter für diese Welt. Das ist die Botschaft, die mir auf dem Herzen lag für euch heute. Ist ein Teil meiner Lebensbotschaft. Ich spüre diesen Ruf, ich höre ihn immer wieder. Und ich erneuere ja, meinen Liebesbund mit ihm immer wieder, wenn ich morgens durch meine Streuobstwiesengarten gehe. Es ist mein Heilungsplatz, mein Heilungsort, wo Last von mir abfällt, wo Erwartungen, die ich an mich selber stelle, von mir abfallen. Wo ich spüre, der Vater liebt mich doch. Ich bin doch sein Sohn. Hey, was gibt's Besseres, als Sohn des Königs aller Könige zu sein? Oder mit einer Perspektive, die über diese Welt rausgeht, die hineinreicht bis in eine Perspektive über die Ebene dieser Dimension des Lebens. Ich möchte ein Gebet vorschlagen, zu beten. Und ich lese es dir jetzt einmal vor. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, so wie ich bin. Ich möchte dir heute mein Leben ganz anvertrauen. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Vergib mir meine Sünden. Du allein bist mein Heiland und Erlöser. Du sollst die Mitte meines Lebens sein. Jesus, schenke mir die Fülle deines Heiligen Geistes und alle Gaben, die du für mich bereitet hast. Und wer möchte, den lade ich ein, ja, einfach jetzt mitzubeten im Herzen. Ich lese es noch einmal leise vor und lasse dann immer Zeit danach, dass wir das, wenn wir das möchten, in unserem Herzen innerlich wiederholen können. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, so wie ich bin. Ich möchte dir heute mein Leben ganz anvertrauen. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Vergib mir meine Sünden. Du allein bist mein Heiland und Erlöser. Du sollst die Mitte meines Lebens sein. Jesus, schenke mir die Fülle deines Heiligen Geistes und alle Gaben, die du für mich bereitet hast. Amen. Amen. Vielleicht war das jetzt eine noch etwas unverständliche Botschaft für dich, wenn du dich irgendwie eingeklinkt hast. Hier diese Gemeinde, sprich diese Leute hier an, nimm Kontakt auf mit der Gemeinde, kling dich irgendwie ein, schau auf die Homepage. Das sind Leute, die können dir weiterhelfen, wenn du das möchtest. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein Zitat
des Modedesigners Andreas Adenauer mitgeben. Er sagte das in einer Sendung Himmel und Erde erst kürzlich. Konrad Adenauer war ja der erste Kanzler unserer Bundesrepublik. Und er sagt, sein Sohn Andreas, was ich von meinem Großvater, sein Enkel, was ich von meinem Großvater lernen durfte, die letzten Jahre, was viele Menschen nicht wissen, ist, dass er eine ganz, ganz intensive, enge Beziehung zu Jesus Christus und zu Gott hatte und daraus auch seine Kraft schöpfte. Wow. Der erste Kanzler unserer Republik hatte eine ganz, ganz enge Beziehung zu Gott. Das ist unser Fundament als Deutschland. Und Vater, ich danke dir und segne die Gemeinde hier, die Geschwister, die es zugehört haben. Und wir segnen miteinander unser Land, dass unser Land zurückfindet an dein Herz. Dass unser Land diesen Ruf hört, wo bist du, Deutschland? Und dass wir wieder zurückfinden in deine Nähe und aus dir unsere Kraft schöpfen. Amen. Allein durch Gnade steh hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein. Ganz nah an seinem Herz zu sein. Durch gute Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Ich mein Herz erneut wär da, muss fliehen.
ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Preis den Herrn, preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Mutig kam ich vor. Kommt zum Ende dieses Gottesdienstes. Und du hast heute diese Frage gehört. Du hast sie gehört, wenn du hier warst. Du hast sie gehört, wenn du uns zugeschaut hast. Wo bist du? Und nun liegt es an dir, dass du dieser Frage eine Antwort gibst. Und da wünsche ich dir Mut. Da wünsche ich dir Aufrichtigkeit, dir selbst gegenüber. Und dass du zu einer Antwort kommst. Schön, dass du heute mit dabei warst, dass du zugeschaut hast. Möchte ich ermutigen, lass diese Frage nicht los. Gib eine Antwort. Und ein weiterer Gedanke zu diesem Bild. Wir brauchen einander. Die verlorenen Söhne und Töchter brauchen die anderen, die auf dem Feld sind. Die Söhne, die beim Vater sind. Die Söhne und Töchter, die hier in der Gemeinde sind. Und ich möchte dich ermutigen, wie Pastor Ralf Pachler aus Esslingen gesagt hat, nutze das Angebot, nimm Kontakt auf, wenn du Kontakt zu uns haben möchtest. Ich lade euch herzlich ein, nächsten Sonntag wieder mit dabei zu sein, wenn wir den nächsten Gottesdienst haben werden. Dann wird Daniel Reißer hier predigen. Und jetzt wollen wir gehen in eine neue Woche, gestärkt mit dieser Frage, wo bist du? Und mit all dem, was wir heute gehört und erlebt haben. Den Segen, dass diese Woche auch eine gute Woche wird, den werden wir uns jetzt gemeinsam zusingen. Das Lobpreisteam hat dazu nochmal ein Segenslied vorbereitet. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Freunde, die in die Weite führen, Freunde, die dich tragen. Immer wieder.
ist die Hand vor unseren Augen gar nicht mehr zu sehen. Und wir hoffen nur noch dieses Dunkel irgendwie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst.